Ihr müsst sofort Kordan Wildhammer von unserem Sieg berichten. Seine Leute haben unter Schwadronskommandanten Nuiden rund um die Uhr gekämpft, um die Wildhammer Feste zu schützen. Eure Rückkehr wird sie sicher anspornen. Jetzt, da die Bedrohung der Legion aus dem Weg geräumt ist, kann Kuldan sich endlich Illidans Streitkräfte widmen. Unsere Stellung hier ist noch lange nicht gesichert, aber wir haben heute einen entscheidenden Sieg errungen. Hinfort, hinfort! Jo. Ach ja. Nach da unten geht's. Ach ja. Ja. Müssten das ja alles eigentlich noch machen. Ach ja, Zwerge. Dann hört sich euren Bericht an. Das sind in der Tat gute Nachrichten. Noch vor ein paar Tagen hätte ich mir nie im Leben nie träumen lassen, dass wir die Belagerung der Legion ein Ende machen könnten. Ihr habt nicht nur den Angriff verhindert, sondern auch noch ihre Maschinerie vernichtet. Für diesen Held habt ihr den Dank der Wildhammer, Hydra. Bitte, bitte. Fort mit euch. Ah. Schattenmontal. Ah. Oder wir können jetzt auch noch mal andere Quests machen, wenn ich jetzt das mal rausfinde. Ach ja. So, was muss ich jetzt machen? Blutschattens Schlagstock. Der ulte Schattenmondgeist am Altar der Schatten. Okay. Er muss der Straße folgen, sozusagen. Gut zu wissen.
Seid vorsichtig, Walker, hinter dieser Brücke liegt die Hölle. Ich finde ihn nicht, ne? Das gewachsene Drachen. Drachen. Robot 6. Was zum Fick machen Nahrung hier? Der Naro hat also einen Griff hier scheinbar. Ich hoffe, ich krieg das hier richtig hin, die Quest. Also, den Typen zu finden ist auch nicht mehr leicht. Die bitte mal spawnen oder so. What the fuck? Xenau, uff. Vielleicht spawnen sie ja jetzt sich hier. Rirea. Auch mal was. Wow. Brauche ich eine Brille dazu oder so?
Ich verstehe es nicht. Okay. Dann, dann doch das. Ja, denn das war jetzt mal ein absoluter Reinförder an der Stelle. Die Seher sind mal absolut nicht positiv auf mich eingestimmt. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Hier muss irgendwas sein. Dann machen wir halt die Quest. What the fuck? Was zur Hölle ist diese Folge, Mann? So, jetzt muss ich hier zu irgendwas Blutschattens Rüstung. Der alte Schattenmondgeist am... So, was muss ich jetzt machen? Zu Lebzeit war Blutschatten ein Scheißer, doch im Tod hat er seinen Schrecken erst richtig entwickelt.
Ich finde das auch nicht, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hier sagen soll, Mann. Okay, an der Stelle beende ich jetzt einfach mal die Folge.